Es ist soweit, wir dürfen reacten auf Seven vs. Wild Teams. Mentaler Tiefpunkt. Mentaler Tiefpunkt, Folge 7, Seven vs. Wild Teams. Let's go! Unser guter Freund Dave hat eine eigene App rausgebracht. Ja, Mann, die habe ich auch runtergeladen. Und auch so Projekte wie Seven vs. Ey, ich merke jedes Mal bei der Werbung, ne? Ich gefühlt, für alles, was die werben, nutze ich. Das ist echt krass. Plus weit gleichzeitig mit unterstützt. Und weil Dave das viel besser erklären kann als ich, schalten wir direkt mal rüber. Bares Geld sparen und gleichzeitig Lieblingsprojekte wie Seven vs. Wild unterstützen und eine Chance haben, diesen Land Rover Defender für alle deine kommenden Abenteuerreisen zu gewinnen, ist mit meiner neuen App Save It so einfach wie noch nie. Dabei ist es völlig egal, ob du auf der Couch vor der neuesten Folge Seven vs. Wild Essen bestellst, du einen Urlaub nach Kanada buchst oder neue Autoausrüstung suchst. Cashback bekommst du in unserer App fast... No way, da kann man auch Essen und Trinken bestellen? Ach krass. Überall. Einfach App herunterladen, den Creator-Code 7vs.wild auswählen, euren Lieblingsshop anklicken und bares Geld für euren Einkauf zurückerhalten. Und das Beste, unsere App ist komplett kostenlos und ihr könnt euer Cashback schon ab 1 Euro auszahlen. Für alle Beteiligten also eine Win-Win-Win-Situation. Und apropos gewinnen, unter allen App-Downloads verlosen wir diesen Land Rover, damit einer von euch bald selber auf Tour gehen kann. Dafür einfach den Gewinnspiel-Post auf der 7vs.wild Instagram-Seite liken, drei Freunde markieren und den Save-It-Benutzernamen mit in den Kommentar schreiben. Ladet euch also jetzt Save-It über diesen QR-Code oder den ersten Link in der Videobeschreibung herunter, spart beim Online-Shoppen bares Geld und unterstützt so direkt eine vierte Staffel 7vs.wild. Ja, Mann! Ladet es euch herunter! Oh, what the fuck? Oh mein Gott! Das ist der abgefuckteste Spot auf dem Planeten Erde, den ich je war. Ja! Oh mein Gott. Huia! Ja. Ich glaube, wir fangen jetzt gleich an mit der Maloche, um den Shelter fertig zu bauen. So eine Scheiße kann das aus sein. Es geht ja, so fix mit Entzündungen, mit Dreck. Der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, Wasser zu speichern oder lange Zeit ohne Wasser rauszukommen. 3, 2. Oh mein Gott, Leute, wirklich rote Karte. Wirklich einfach nur rote Karte. Habt ihr das Statement gesehen von Marlin? Rote Karte einfach nur fürs Orga-Team. Ich meine, wir sind, also Essen, ey, ganz ehrlich, Leute, ich habe es letztens auch mal versucht. Ich habe gedacht, so, komm, ich esse nur so, ich probiere das mal aus, ne? So einen Tag wenig zu essen, beziehungsweise gar nichts. Also, ich habe, ey Leute, wirklich, mir ging es so schlecht. Mein Magen hat so geknurrt auch. Das ist so ein Luxus, was wir haben. Ich habe einen Tag, bis 17 Uhr habe ich ausgehalten, oder 18 Uhr. Ey, ich bin fast verhungert. Ich habe beinahe einen Baum gemampft, ey. Richtig krass einfach. Aber trotzdem kann man ohne Essen, kann man schon irgendwie rumkriegen, ne? Aber ohne Trinken... No way, das geht nicht. Deshalb rote Karte einfach, dass sie kein richtiges Wasser gefunden haben, beziehungsweise keinen richtigen Trinkwasserspot hatten. Deshalb, ich hoffe so sehr, dass die irgendwie nochmal rausgegangen sind. Weil Martin hat ja auch im Statement gesagt, ja klar, er hat Rückenschmerzen, aber er macht auch sehr viel mit den Rückenschmerzen. Und ich meine, er hat das ja schon, also es tut mir leid für ihn, ne? Aber er hat es ja anscheinend sein ganzes Leben schon. Deshalb glaube ich, er kann damit sehr gut umgehen. Klar, es ist nicht einfach. Also man sollte es auf keinen Fall runterspielen, ne? Gesundheit geht immer vor. Aber er hat gemeint, es ist okay. Und der Hauptpunkt war eigentlich das Wasser. Und eventuell, es gibt ja noch eine Sonderfolge, ist es nicht die Hochzeit oder Verlobung oder der Heiratsantrag, dies, das, Ananas, ne? Sondern ist es einfach das Team, das nochmal woanders ausgesetzt wird. Wie krass wäre das? Oh mein Gott, ich würde es einfach nur feiern. Ich würde es richtig, richtig feiern, wenn die einen richtigen Spot bekommen mit richtigem Wasser. Denn ohne Wasser, Leute, wir sind alle kein Kaktus. 3, 2, 1. Ja, es war eine richtige Entscheidung, weil die haben einen blöden Spot gehabt, ey. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage. Oh Mann, ich will immer vollkommen Isolation sagen. Ich hab's immer in meinem Kopf. Überleben. Willenskraft! Wie Wolf! Ja, aber. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück,
Dann war's das. Ausgeschieden, Leute. Oh mein Gott, einfach die erste Folge. Die erste Folge ohne Fritz und Martin. Wir sind erst bei Folge 7. Wie viele Folgen gibt es noch? 10 Folgen, oder? Oh mein Gott. Crazy. Und Knossi und Sascha waren in der letzten Folge irgendwie nur so eine Minute oder 2 Minuten. Und die Naturensöhne waren in der letzten, also in Folge 6. Knossi und Sascha waren 2 Minuten. Und Naturensöhne waren 1 Minute. Ich hoffe, von beiden Teams sehen wir heute ein bisschen mehr. Weil es war schon echt dürftig. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. 9 Folgen plus eine. Das ist okay. Die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Ab und Hanna? Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Ich hoffe, die verletzen sich nicht weiter. Ich hoffe, wir sehen heute mehr von den Tonsöhnen. Das Burnspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Oh. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, ey! Das ist so krass, ja. Come on, yeah! Wir können einfach SpongeBob. Wir zeigen euch Survival. Geil, oder? Seven vs. Wild Teams. Ach, krass. Ich hab gedacht, es ist jetzt ausgegraut. Wisst ihr? Oder ist es immer nur am Ende? War das in den vorherigen Staffeln nicht so, dass die dann ausgegraut gewesen sind? Am Anfang auch? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Naja, anscheinend nicht. Tag 3, 16.55 Uhr. Oh mein Gott, da sind schon abgeholt worden. Papa Blatte und Reese. Alright, Freunde. Es geht ab. Expedition für heute startet. Wir versuchen es aber erneut zum Meer zu schaffen. Zum Meer. Oh Gott. Zu den Fischen. Wir haben alles mitgenommen, Freunde, für Leine. Wir werden so eine Troutline, heißt es so, ja, ne? Ja. Also quasi eine lange Schnur mit mehreren Angelhaken auswerfen. Wir haben 2 Stellnetze dabei. Und wir versuchen heute mal diesen Weg hier an dem Fluss entlang. Der sieht echt unfassbar schön aus. Ich hoffe, dass wir nicht durch Wasser müssen. Ich auch. Das ist ja der Bruch. Und ich hoffe, dass es allgemein etwas einfacher geht. Schauen wir mal. Boah, aber findet ihr, also ja, das sieht auch schön aus, aber ich finde, das sieht auch voll gefährlich aus. Gibt es in Kanada Schlangen oder sowas? Weil das sieht irgendwie so aus wie so ein Schlangenspot oder so ein Krokodilspot. Also wären wir jetzt noch in Panama, hätte ich jetzt gedacht so, oh mein Gott, da kommt bestimmt gleich ein Krokodil um die Ecke, oder? Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird, wa? Was wird? Zu den Fischis. Boah. Zieh dich das rein. Jackpot, Mann. Let's go. Da ist auch eine so irgendwie ein bisschen verschimmelte dabei, aber... Egal, rein da. Also bis auf die verschimmelte. Geil, die werden sich jetzt reingeballert noch. Alter, wir haben gerade ungelogen eine halbe Stunde oder so hier alles tot geerntet. Geil. Junge. Digga, diese geilen Blaubeeren, Alter. Oh. Geil. Die schmecken wie das Paradies, wenn du sonst nichts hast. Das ist so krass. Das stimmt. Ist einfach gut, ein bisschen Zucker zu bekommen. Aber ich glaube, der Weg hier ist es nicht. Nee. Wir werden umkehren jetzt und am Fluss lang gehen. Vielleicht ist das wirklich der Way. Der Fluss ist da wieder. Gefährlich war das. Bruder, was zum Fick ist das hier? Sieht aber gut aus, sieht aus wie ein Tor. Tor in den Dschungel. Also ich würde 5 Euro darauf wetten, dass wir den Spot haben mit dem beschissten Weg zum Meer. 100%. 100%. Aber sieht schon echt blöd aus. Guckt euch an, hier überall so riesige Bäume. Krass, das ist wirklich faszinierend auf eine Art. Wenn ich hier nicht den Weg gehen müsste zum Meer, um zu angeln, dann würde ich es gerade krass feiern. Aber so, ungeil. Aber egal, machen wir. Ich hoffe jetzt, wenn wir über diesen Hügel hier gleich sind, der vor uns ist, dass es dann nicht mehr so weit ist. Leute, findet ihr nicht auch, dass man überall, also jetzt hier gerade sieht man das nicht, ne, aber immer mal wieder hat man gesehen, dass gefühlt so nach unten ging. Stellt euch mal vor, ihr lauft einfach und auf einmal ist es so morsch und dann fallt ihr irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter runter oder so.
Boah, das kann ich mir bei diesem Boot echt irgendwie gut vorstellen. Bei so jeder Bewegung, die man macht, geht der Puls so direkt unfassbar krass. Lass mal ein Foto machen, komm auf! Unfassbar hoch, krass hoch. Das ist, glaube ich, stressig, ey. Besonders wenn man halt so wenig gegessen hat. Hoch, ne? Hoch. Alter, das ist so. So drei Leute sind noch am Leben in Battle Royale. Stuff. Oh, vom Puls her. Wow. Oh, crazy. Also sehr krasse Pumpe. Und ich bin irgendwie gespannt, wie wir das die Tage machen sollen, weil heute geht es auf jeden Fall noch. Rückweg geht auch noch. Morgen vielleicht auch noch. Aber. Ich sag ehrlich, eigentlich, wenn man ehrlich ist, geht's auch heute schon nicht mehr. Das ist gerade so auf Krampf, was wir machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bro. Ich kann fast meine Füße nicht mehr heben teilweise. Es ist super gefährlich alles. Ja. Also gefährlich ist es auf jeden Fall. Puh. Boah, ich habe mir gefühlt jedes Szenario ausgemalt. Jo, Tiere nachts, ich kann nicht pennen und so. Und es ist alles gefühlt andersrum gekommen. Ich kann nachts übelst gut pennen. Wir haben nichts gefühlt an Tieren. Boah, voll gut. Und in meinem Kopf waren wir an so einem Fluss oder so. Und hier müssen wir jetzt ultra weit zum Meer laufen. Aber vielleicht auch voll gut, oder? Weil die so geschützt Krass. Sind. Weil war nicht bei denen auch irgendwie so ganz viele Tierspuren? Oder war das bei Trimax? Bin ich mir sicher. Das Meer. Hier ist es. Ja. Sie hat es geschafft. Haben's. Ich sehe es. Mega gut. Oh mein Gott, das haben wir so lange nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt nicht von so nah. Oh mein Gott. Bei Trimax war das so, okay, gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf, Bruder, hier geht's sehr tief runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Mann. Oh mein Gott. Du bist ja wirklich wie so eine Liane, nicht Liane, mit so einem Dschungelding. Du fährst durchgehen, ey. Da ist die Seezunge, an der wir gestartet sind. Oh mein Gott. Oh. Meint ihr, sie suchen auch nach Zecken sich ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, sieht schon geil aus. Oh mein Gott, das ist so schön. Ja. What the fuck. Oh mein Gott. Sieht richtig schön aus. Krass. Krass, der Scheiß. Wie süß. Oh mein Gott, was ist ein süßer Moment, oder? Guck mal, wie die sich angucken und so. Voll schön. Und so richtig die Natur gerade so richtig genießen, Leute. Denn die Natur ist so schön. Wir sollten viel öfter in die Natur gehen. Und ja, das ist richtig schön. Und sie einfach nur wertschätzen. Leute, ist wirklich. Wir sagen das so oft, weil wir im Kopf die ganze Zeit diese Überlegungen hin und her überlegen und sagen, übersehen wir was, wie können wir das machen? Aber wie sollen wir das schaffen? Also es war heute schon Limit bei mir. Wie sollen wir das schaffen, an Tag 10 hier hin und zurück zu laufen? An Tag 11, 12. Ey, wollen wir es jetzt halt experimentmäßig rausfinden, oder was? Es gehört aber wieder dieses Red Teig, oder wie das heißt? Schmeckt halt salzig, wie so ein Sushi-Blatt. Ich sag ehrlich, schmeckt so, als könnte man es essen. Ja, aber stell dir vor, nicht, denn da müssen wir heute Nacht drücken, wenn wir kotzen. Boah, fuck. Risiko. Was ist, wenn man das irgendwie so wäscht und so? Schau dir diese Wellen an. Boah. Mann, wie sollen wir da aus dem Fisch fangen, Bro? Unmöglich. Ich will nicht die ganze Zeit einfach nur rumheulen, aber... Oder? Scheiße, ey. Also sag mal realistisch, Bro. Ich will jetzt nicht der Guy sein. Aber alles, was wir hier reinwerfen, ist weg. Und es ist Ebbe, Leute. Das wird noch schlimmer. Was man halt machen könnte, ist hier drüben, ist vielleicht ein bisschen eine seichtere Stelle, wenn wir ganz darüber laufen. Es wäre halt geil, wenn in einem von diesen Becken so ein Fisch drin gefangen wäre. Ja, hab ich auch schon gesagt. Aber es ist keiner. Ey, ich setze mich mal kurz eine Minute hin. Ja, ich auch. Wir sind richtig harmonisch zusammen, oder? Richtig angenehm. Ich glaube, ich bin gerade eins vor beiden, Mann.
Was? Er ist ein vor? Entschuldigung. Ich glaube, ich bin gerade eins vor Weidenmann. Vor was? Ich glaube, ich bin gerade eins vor Waldemann. Waldemanns? Was ist das? Was ist das? Scheiße. Wir müssen das auf No Food durchziehen. Ja. No Food, ey. Leute, wie gesagt, ey, ich habe es einen Tag probiert, ne? Ich habe nicht mal 24 Stunden durchgehalten. Ich hatte so Hunger irgendwie. Das war echt krass. Also klar hätte ich das dann irgendwie... Das Ding ist, ich war zu Hause, ne? Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, so. Keine Ahnung. Ich wollte es einfach ausprobieren und ich muss sagen, oh mein Gott, das war richtig schlimm. Ich hatte voll Bauchschmerzen. Und mein Bauch war die ganze Zeit so... Die ganze Zeit so Geräusche gemacht, ey. Das war voll unangenehm. Das ist richtig unangenehm, ey. Deshalb, ey, boah, probiert das erstmal aus, Leute. Also, das ist jetzt vor Tag 3 oder sowas. Maximal eine Woche. Ja, das Ding ist, rein theoretisch, ne? Also in der Theorie. In der Praxis ist natürlich auch nochmal was anderes, ne? In der Theorie können Menschen 3 Tage ohne Wasser überleben. Maximum, ne? Also bei in der Praxis, ne? In der Theorie bist du wahrscheinlich schon nach Tag 2 gefühlt tot. So. Ne, in der Praxis bist du gefühlt tot. So. Und ohne Essen kann man, glaube ich, irgendwie so 3 Wochen oder sowas überleben. Aber wer soll denn 3 Wochen? Also in der Theorie ist es so. In der Praxis sieht es ganz anders aus, Leute. 2 Wochen ohne Nahrung. Die wollen wirklich... Die haben sich gerade überlegt... 2 Wochen ohne Nahrung diesen Sachenzeugs da durchzuziehen. Meint ihr nicht ernst, oder? Oh, die weinen. Digga, es ist Tag 3 und ich weine einfach. Kommt drauf an, wie du gebaut bist. Ja, deshalb Theorie und Praxis ist immer was anderes. Mann, Digga, ich muss es unbedingt schaffen. Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen ohne Essen. Boah, Digga, wir fangen hier nichts. Ich weiß nicht, wie wir das aufpullen sollen mit unserem... Boah. Aber ich muss auch sagen, das ist sehr krass gut gefilmt, ne? Überlegt mal, bei so einem Moment die Kamera laufen zu lassen, das ist auch nicht für jeden was, ne? Das ist wirklich krass. Aber ich finde es sehr cool, dass sie diesen Prozess, ne, mit sich, also dass dieser Prozess dabei ist bei denen. Boah, das ist schon wirklich, wirklich schön. Oh, war so traurig, oder? Ich fühle dich. Ein Meter Stillnis, Digga. Oh. Traurig. Digga. Diese Verzweiflung, ey. Vielleicht sollten wir es einfach trotzdem versuchen. Müssen wir. Ja, einfach reinschmeißen. Müssen wir. Lass uns zusammenreißen und diese Leine ausspannen. Tag 3 und ich bin gebrochen, ey. Also ich meine, versteht das nicht falsch, ne? Wir machen trotzdem weiter. Aber ich will weiterkommen als Tag 7. Respekt. Boah, Respekt, ey. Geil. Wirklich, das war gerade richtig, richtig cool, oder? Also so wie die uns auch mitgenommen haben. Riesenrespekt. Knossi so, und Sascha, was geht bei euch? So, wir bauen jetzt eine Meeresangel. Das ist so die Uhrzeit, wo dann die größeren Fische, weil man erkennt das einfach immer an den Möwen. Das ist unsere Hoffnung. Das wird der Schwimmer sein. Und wir brauchen einfach die Möglichkeit, weit rauszukommen. Deswegen ein großes Blei, damit wir richtig schön weit rauswerfen können. Wenn wir heute einen Fisch fangen, das wäre so schön. Ja, das wäre geisteskrank. Entweder gibt es heute Feuer und Brühe. Ich muss kurz das Blei ablegen, sonst reiße ich mir den Haken rein.
Feuer mit Brühe oder Feuer oder mit Fischsuppe. Mit Lachs oder ihr. Es ist doch scheißegal, was für eine Sorte, sag ehrlich. Ja, guck mal. Uns ist scheißegal. Nein, ich würde sagen, Lachs schmeißen wieder zurück. Heute kein Bock auf Lachs. Heute kein Bock auf Lachs. Okay, wir melden uns gleich vom Wasser. Boah. Fall hier nicht runter, sonst ist Game Over. Oh. Fall mir hier rein nicht vorbei. Das einzige Problem, das ich sehe, ist halt wirklich die Algen. Dass uns da alles hängen bleibt. Guck mal, das war den kleinen Test. Sind mal vielleicht mal den Algen irgendwelche Fische? Okay, bist du bereit? Erster Wurf. Erster Wurf. Ja, let's go. Geht. Ist aber nicht sehr weit, Konstruktion oder? Geht. Oh. Oh, knapp. Oh. Aber Konstruktion? Konstruktion, die gute Konstruktion. Ah, die hast du getestet. Okay. Jetzt gilt es, weit rauszukommen. Da, wo die Möwen sind. Da. Überall da wird gejagt. Wie kommen wir da hin? Wir haben einen Versuch. Da hinten dürfen die wahrscheinlich gar nicht hin, Leute. Plastikflasche gerollt. Das hier behalte ich in meiner Hosentasche. Das dürfte, wenn wir auswerfen, eigentlich aus der Flasche abrollen quasi, wie eine Angelrolle. Ich hoffe, es verletzt sich nicht. Ich habe es ganz soft aufgelegt. Wir haben einen einzigen Versuch, ansonsten ist das alles weg. Bleibt es hier in den Algen hängen, ist Game Over. Wir müssen aber in diese Richtung werfen. Es sind überall Algen. Da was springen ein die Druck, ganze ey. Zeit Fische raus. Ah, oh je. Halt drauf, halt drauf. Wir halten drauf. Sascha wirft. Let's go. Ich wollte gerade sagen, besser, wenn Sascha wirft, oder? Der hat bestimmt Weitwurf viel besser, oder? Ah, oh. 3, 2, dieser Druck, 1, ey. Komm! Jawohl! Leck mich am Arsch, es hat geklappt. Heb die Flasche fest. Es hat geklappt, die Scheiße hat geklappt. Boah. Der Fisch schwimmt und es hat geklappt. Boah. Das hat geklappt mit der Flasche. Pass auf. Hoch, komm, hoch, Klippe. Scheiße, die Schnur. Ja, die Schnur ist jetzt in den Algen. Scheißegal. Siehst du unseren Fisch? Boah, da springst du gar nicht. Ich sehe sogar unseren Fisch. Schau, das ist doch keine Fische. Genau richtig. Wir sind genau richtig. Das wir sind genau richtig. Der Köder ist draußen. Hängt irgendwo an den Algen. Was mir am meisten Sorgen macht, was mich richtig aufregt, dass die Möwe weg ist. Ist jetzt hier fertig, die Fangsaison? Ja, die waren so laut. Die Möwen sind weg. Ja, weil die so laut waren. Überleg mal, wir waren richtig nah dran an den Lachsen, gell? Ja. Also, es könnte echt die Taktik sein, mit der wir hier zum Erfolg kommen. Ist immer viel Arbeit. Jetzt müssen wir erstmal entknoten, Leute. Jetzt dauert's. Ja? Und viel Materialrisiko. Jedes Mal. Jedes Mal, egal. Ein Fisch und dafür das verlieren, wäre es mir wert. Dann essen wir die. Dann essen wir den Salat. Den Salat? Hat er keine Kalorien, oder? Das bringt halt nichts. Genau. Das bringt uns halt. Salat schon für den Bizeps. Das bringt uns nichts. Bizeps? Alles. Das alles probieren. Das können wir alles essen. Aber so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Sind wir schon so weit? Mir wäre eine Muschel lieber. Eine Muschel? Es soll eine Muschel sein. Aber wie finden die denn jetzt Muscheln? Ja. Zur Hauptspeise, mein Herr, Hammer. Die haben wirklich Muscheln gefunden. Miesmuscheln. Ja, servus. Die werden am Schneidebrett hier serviert. Ha! Kann man die das essen? Ein Träumchen. Ey, das Schneidebrett lag ja, also kein Schneidebrett, aber das lag ja einfach rum. Das ist von irgendeinem Möbel. Ich liebe Möbel. Ja. Ich liebe Möbel total. Ja, oh mein Gott, Leute. Wir machen Feuer hier. Bei mir ist heute mein neuer Schrank angekommen. Ich liebe auch Möbel. Möbel, ey, wie Leute. Knossi hat ja in der letzten Staffel gesagt, wir müssen unsere Möbel mehr appreciaten, also mehr wertschätzen. Ey, seitdem, wirklich, ich schätze meine Möbel sehr. Besonders meinen neuen Kleiderschrank. Ich schätze den so sehr, weil in der neuen Wohnung ist die ganze Zeit kein Kleiderschrank gewesen. Und ich war die ganze Zeit so, uncool. So, ich kann hier noch gar nicht einziehen, kein Kleiderschrank, dies, das, Ananas und so. Das ist halt richtig blöd, aber jetzt ist der endlich angekommen. Aber, ja. Ja, richtig, richtig schön. Weiter. Wir jetzt ein paar kann die wirklich essen, Spalten. Die Muscheln? Ja. That's the plan. Und dann seid ihr live dabei. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben Gott sei Dank Feuerzeug auch in der Flasche. Ja, Gott sei Dank. Ein schönes Feuerzeug haben wir in der Flasche. Also nee, der richtig Schrank ist aufgebaut. Der Schrank ist schon aufgebaut. Trimax und Romatra. So. Aber demnächst kommt noch ein anderer, so ein kleiner Schrank, so ein, wie heißt es, so ein Vorratsschrank oder sowas. Den muss ich selbst aufbauen. Da habe ich keinen Plan. Let's go, Trimax und Romatra, was geht bei euch? Algen. Ey, wo haben die aber diese Muscheln her? Leute, wo haben die Muscheln gefunden?
Kann man einfach Muscheln am Strand finden und die dann essen? Echt? Boah, weiß nicht. Ich hätte voll Schiss nicht, dass die irgendwie giftig sind oder so. Kein Plan. Kann man jede Muschel essen so? Direkt nach vorne war ich im Wasser scheißen und war eh nackt drin. War bis zur Hüfte drin und hab hier das Cape rausgeholt. Und das ist jetzt super frisch. Frischer wird's nicht. Du hast es schon mal probiert. Du willst das ganze Stück essen? Eine Ehre. Wollen wir, brauchen wir erst ein Wasser runterspülen? Nee. Geht's so? Ein sautrocken im Mund. Das werde ich brauchen. Okay, guten Appetit. Sieht halt echt eklig aus, das Wasser, ne? Wir haben keinen Süßwassersee. Das ist einfach unsere Nahrung jetzt, ne? Ja. Wie, wir haben keinen Süßwassersee? Hm? Komm. Was? Das geht gar nicht. Trimax, der einfach alles essen würde, aber das Gemüse findet er nie lecker. Wisst ihr noch? In den vorherigen Folgen hat er doch jedes Mal gesagt, so, boah, das ist voll geil, das sieht voll geil aus. Das kann man essen. Und Romatra so, Und das ist Romatra so, ja, geil. Ich zieh mir das rein. Und Trimax so, Und nicht wirklich eine Wahl, ne? Der Blick gerade so rüber, so, magst du das? Guck mal, hier, oh, dieser Blick von Trimax. Guck, also. Geil. Ja, vielleicht müssen wir es doch unterspielen, wenn man mehr isst. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Nee, das ist kein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Schlag auf jeden Fall ganz doll. Naja. Ist es auch nicht so, wenn man zu viel Salz zu sich nimmt, dass man noch mehr Durst bekommt? Also, weil das ist ja schon so salzig und so, ne? So, wir bauen jetzt hier gerade die erste Wand, das ist unsere Köpfe, dass es nicht so zieht und nicht reinregnet. Die ganzen Treibholzstücke sind schon richtig tief in der Erde eingegraben. Da haben wir echt viel Glück mit dem Sand für die Stabilität. Ja. Die noch nicht, wir brauchen noch deutlich höhere. Da sind locker 30 cm drin. Da braucht man echt riesen Stücke, die auch nicht zu schwer sind, dass wir die hierher tragen können. Wir gehen, glaube ich, gleich nochmal los. Boah, hallo Kackbär. Leute, aber guck mal, bei denen sieht es nicht so. Wartet. Du bist ja okay, das ist irgendwie eine blöde Aufnahme, aber egal. Auf jeden Fall, bei denen ist es nicht so dicht wie hier bei Papa Blatte, oder? Krass, ist wirklich nicht so dicht. Guckt, sieht auch schon dicht aus, aber nicht. Zumindest der Anfang. Sieht nicht so krass dicht aus wie bei den anderen. Hallo Kackbär. Oder? Ja, ne? Du bist ja beschissen. Jeder Bär, der hier ist, ist der allergrößte Loser auf dem Planeten. Du hast einfach 37 Revierkämpfer am Stück verloren und musst jetzt hier im Sumpf hocken. Oh, Bär. Dich. Oh, das wird ausgepiepst. Ja, wenn wir jetzt hier einen sehen, ich sprinte zu dem Hohen und ziehe einen Kieferhaken. Die haben. Kieferhaken? Der so ein Loser ist, Alter. Der würde. Digga, Kieferhaken, was? Immer gegen eine Nacktschnecke sein Revier verteidigen. Ich habe gehört, Trimax boxt demnächst wieder, macht wieder ein Box-Event. Also jeder Bär, der hier langkommt, demnächst ist der größte Trimax Versagerbär. Bär. Frösche. Frösche und Molche, weil der so kacke ist, dass er nicht mal einen Hasen kriegt. Der ist so leicht, du wirst begeistert sein. Ja, wollen wir den zum Baum benutzen oder für Feuerholz? Hey, Bär. Oh, Bär. Können wir auch echt mal probieren, wenn das Feuer heiß genug ist, brennt der Scheiß vielleicht. Ich meine, es ist morsch und trocken. Ja. Joey und Jan. Krass, Natur und Söhne haben wir immer noch nicht gesehen. Was geht bei denen? Aber Joey und Jan haben wir auch heute noch nicht gesehen. Ah, die haben ja die Keule. Frosch! Nein! Kröte, kann man die fressen? Entschuldigung, essen? Westliche Kröte. Anaxirus boreas. Die westliche Kröte, Dings da, sollte nicht verzehrt werden. Oh. Wie ihr merkt, ich bekomme auch gerade Hunger. Und ich war ja sozusagen im Selbstexperiment. So.
Also heute nicht, aber ja, egal. Wie viele Krötenarten scheiden auch westliche Kröten Hautsekrete ab, die Giftstoffe enthalten? Diese Hautgifte dienen der Verteidigung gegen Raubtiere und können bei Menschen und anderen Tieren Vergiftungen verursachen. Oh mein Gott, ich hätte mich schon vergiftet, Leute. Aber sieht cool aus. Guck mal, wie die da geschüttelt. Guck mal, wie die gekraxelt ist. Guck mal, Achtung. Hopp, hopp. Und jetzt so kraxel, kraxel, kraxel. Voll cool, oder? Guck mal, wie süß. Hoppa, hoppa, hoppa. Krax, kraxel, kraxel, kraxel. Süß. Noch ein Haustier mehr. Vielleicht auch eine Nahrungsquelle. Oh, oh bitte nicht. Aber sehr räudig. Schmecken super. Ja? Ja. Die Huhn. Aber nur nicht die Kröte. Wir haben noch kein Feuer. Und den können wir jetzt nicht morgen essen. Dann ist der nicht frisch. Weißt du? Aber er hat überlegt. Joey, erstmal so, wir haben kein Feuer, deshalb können wir den nicht essen. Let's go! Ja, let's go! Jan hat Hunger. So, und jetzt fangen wir an, die Konstruktion für die Hütte zu bauen. Wir haben... Oh, der arme Jan. Jan hat Hunger. Reichlich Material, man sieht. Wir haben viel geholt. Jetzt fangen wir an. Wenn jetzt nicht was Krasses passiert, krass. Ich habe gedacht, jetzt fliegt alles zusammen, auseinander. Weil die Szene so lang ist. Okay, der ist etwas schräg. Diese Schnur habe ich gefunden am Strand. Das kommt wahrscheinlich von so einem Fischerkutter. Und das können wir komplett in einzelnen trennen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 8 mal die Länge. Ja, 1,10 Meter. Nice. Chillig, oder? Oh, die Tanne ist schon komplett geschält. Als nächstes kommt die hier. Und ich muss offen und ehrlich zugeben, ich könnte mir keine bessere Beschäftigung vorstellen, als diese Bäume zu sägen gerade. Das ist körperlich nicht zu anstrengend und das ist jedes Mal ein Erfolgserlebnis, wenn so ein Ast abgeht. Und ich meine, guck mal hier, so ein Ast, ja, Mann. Die 0, nichts ab und es fühlt sich so nice an. Das glaube ich. Also das Ding jetzt noch komplett entschälen hier und dann geht's ans Bauen wieder. Mittlerweile blauer Himmel und alles, also das ist ja wirklich herrlich. Gerade wieder richtig geil alles. Okay, jetzt bauen wir weiter. Wir haben Material ohne Ende geholt. Jan hat gesägt wie ein Meister. Da vorne haben wir Stämme ohne Ende. Das sind insgesamt 12 Stämme, die wir gesägt haben. Da ist das ganze Material. Das brauchen wir auch später für Dichtung. Und hier haben wir die erste Konstruktion. Jetzt geht ein Pfeil in die Richtung und dann kommt einer quer. Dann haben wir halt so eine Art Quadrat. Und dann stellen wir halt quasi alle 40 cm einen weiteren Stamm. Kann man wie so ein Grill. Ja. Okay. Und dann haben wir halt, und dann müssen wir das auch binden, oben und unten. Und wir haben halt dieses Seil gefunden und damit binden wir das, dass es wirklich der Konstrukt fest ist. Dann haben wir erstmal, dann haben wir schon richtig viel geschafft. Ey, ist so krass, wir haben einfach eine Höhle, Leute. Ich nehme die Äste, Joey schiebt die hoch.
Und dann knoten wir das Ding schön fest. Du bist auch der Parkourläufer, ne? Deswegen. Ihr kommt hier auf den Kopf. Und dann klettern wir kurz hoch da. Let's go, auf dem Köpfchen. So, auf der Stirn sitzt da drauf, ja sicher, klar. Praktisch, diese Höhle, ja Mann. Vorsichtig, dass das hier jetzt nicht einbricht, das wäre natürlich richtig. Genau, das meinte ich gerade. So, ich würde trotzdem nicht obendrauf rumlaufen, weil Einbrechgefahr und so. Stell dich vor, ein Bär läuft da rum. Oh mein Gott. Easy. Das ganze Gewicht fliegt runter. Weil da ist ja auch irgendwie schon so ein Trampelpfad, ne? Oh oh. Sieht aber echt chillig aus bei denen. Sau cool die Höhle. So wird langsam ein Dach. Bauen sich halt wirklich ein Vordach, Leute. Not bad. Wie unterscheidet sich Shopify von einem herkömmlichen Marktplatz? Crazy. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Naturensöhne jetzt auch gleich gezeigt werden, wie deren Bude jetzt aussieht. Weil da hatten wir halt letzte Folge sehr wenig gesehen. Ich bin wirklich gespannt, weil die bauen ja echt krass. Papa Blatt und Reese hatten wir schon mal. Naturensöhne haben wir immer noch nicht. Okay, Freunde, wir nehmen jetzt hier ein paar Steine auf jeden Fall mit. Finde ich voll traurig irgendwie. Also das ist auf jeden Fall nicht umsonst der Trip hier. Ja. Weil bei uns gibt es absolut keine Steine aus irgendeinem Grund. Warum brauchen die Steine? Und dann können wir in der Flasche abkochen, was ein huge Upgrade ist. Ah. Man muss halt bei Steinen am Wasser immer darauf achten, dass man die irgendwo nimmt, wo die jetzt nicht die ganze Zeit nass werden. Sonst platzen die uns im Feuer. Also nicht, wo jetzt von unten nehmen. Deswegen nehmen die extra von oben. Kann natürlich theoretisch trotzdem sein, dass die platzen, aber... Die Steine? Hoffen wir einfach mal nicht. Lass uns die Stellnetze errichten, Bro. Weil die Fische kommen bei Flut hier rein. Ja. Und wenn die raus wollen, catchen wir die. Genau. Wir müssen es versuchen, Bro. Ja, wir versuchen es. Mit den bloßen Fingern. Let's go. Hier machen wir... Ja, vorne an dieser Enge hier. Ja. Super crazy groß ist es nicht, aber... Die haben auch so ein Netz wie Knossi und Sascha. Ja, also so ein bisschen kleinere Fische fangen damit. Ist doch genau das gleiche, oder? Oder sehr ähnliches Netz, ich habe jetzt oder? Hier so zwei so Stöcker gefunden. Und Dominik hat so einen Prügel gefunden. Damit hauen wir es rein. Und damit hauen wir es jetzt rein. Ich hoffe, das funktioniert. Ist ja ein gutes Upgrade. Erfolg. Meint ihr, die schaffen das? Die schaffen das bestimmt, oder? Netz ist fertig. Boah, krass. Was ist jetzt nicht Killer? Das ist schon krass. Aber wir werden es auf jeden Fall mal probieren damit. Wir haben jetzt überlegt, ich gehe vielleicht darüber zu diesem Stein. Dann können wir es an den Stein quasi am Stein ranmachen. Und Dominik wird seine Seite dann hier befestigen. Bei diesen zwei Steinen hier dazwischen. Einfach mal in den Boden stecken und gucken, was passiert, Leute. Ja. Ist unsere Hoffnung. No sexual. Wie kommst du da jetzt rüber? Sollen wir zusammen irgendwie laufen? Soll ich das rüberschmeißen? Ich verstehe es aber von der Logik her nicht. Also warte mal. Durch Wasser. Wenn das da, weil der Fisch geht rein und dann... Okay, wir lassen uns überraschen. Ich verstehe es von der Logik her nicht. Oh nee, bitte keine nassen Füße. Wir können auch hier machen. Das wäre auch nämlich, hab ich auch überlegt, ja. Hier so? Ja. Oder sind hier in dem Bereich schon Fische drin? Weil... Ist das ein Fisch? Nee, ist kein Fisch. Okay. Ist gut, das machen. So. Algen. Ja, unser Schnurcontainer ist gefickt, Leute. Schau mal hier. Dieser Deckel geht ab. Oh no! Oh cool. Kannst du kurz einen geilen Knoten machen? Keine Qualität mehr, ja. Ey. Okay.
Das Netz ist fertig gespannt. Wir haben es da hinten einmal festgeschlagen. Hier einmal zwischen so einen Stein gelegt. Ah, Leute, guck mal, die Fischis können auch von hier rein. Okay, gut, das ergibt Sinn. Und dann, wenn denn hier weniger Wasser ist eventuell, dann kommen sie nicht mehr zurück wegen dem Netz. Hier noch an so Anemonen oder was es ist, ist auch so festgeschnürt. Kunstvoll. Bro, ich hoffe so sehr, dass das uns erstens einen Fisch bringt und zweitens, dass es erstmal überhaupt hält. Ja. Okay, wir müssen unbedingt nach Hause, man sieht die Sonne nicht mehr. Wir müssen uns ehrlich beeilen. Let's go. Nach Hause. Puh. Wenn das uns einen Fisch bringen sollte, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden, wirklich. Ja, wäre schon geil. Naturensöhne endlich! Vor allem die Gerrit und Andi, was gibt's? Haben wir jetzt hier gerade schön Pause gemacht oder machen noch Pause. Ich werde mich auch gleich nochmal kurz hinlegen. Okay, vom Setup gibt's nichts Neues. Geht alles gleich aus, oder? Also Sonne ist heute gar nicht. Die haben das noch, genau, die haben das hier gepolstert gehabt. Hier diese Säcke drüber gemacht. Okay, die chillen. Schafft's nicht, den Nebel wegzudrücken, obwohl sie da oben steht. Man sieht sie da. Ja, ich habe Anni jetzt erstmal Vlies reingereicht und mir auch mal jetzt gegönnt. Ist schon krass, wie kühl einem wird, ne? Ja. Der Körper hat halt nur das Fett zum Verbrennen und das braucht halt. Aber Hunger bei dir? Immer noch nicht. Gar nicht, ne? Ich war aber immer noch nicht scheißen. Ich mach mir Sorgen. Ich war jetzt auch nicht scheißen heute. Also ich scheiß sonst jeden Tag mindestens einmal. Weiß Dirty Talk jetzt hier, aber es ist halt so. Aber ja, muss auch nicht. Ich muss morgen scheißen. Also. Ja, wenn nicht, musst du mal probieren, einfach zu drücken. Weil du musst halt raus. Ja. Let's go. Muss halt raus, ne? Ja, wenn nichts drin ist, geht auch nichts raus. Ein bisschen, uns wetzt hier keiner, ne? Genau. Und dann wird beim Lager. Nee, dann wird erstmal Wasser geholt und dann wird beim Lager weitergebohrt. Oh, Alter. Umgeknickt, live auf Kamera. Direkt raus. So. Es ist sehr kalt geworden. Umgeknickt sein. Alter. Wir haben uns jetzt aus unserem Schlafplatz von unserem kleinen Mittagsschlaf nach hier unten. Ja, geschlichen kann man fast sagen. Voll geil. Wasser mehr da haben. Aber guck mal, wie viel Wasser die hier Nachschub haben. Voll gut. Ja, jetzt wird ein bisschen mal getrunken. Das ist richtig gut. Ich weiß ja nicht, warum das so kalt geworden ist. Ja, der Nebel halt, windig. Ja. Ach, guck mal, Flut haben wir auch wieder. Aha, wie hoch die steht. Neue Lut? Die ist schon sehr hoch. Das haben wir euch vorhin noch gar nicht erzählt. Diese zwei Stämme da sind auch neu. Die kamen über Nacht. Ja, und hier seht ihr das ja, wie es jetzt aussieht hier. Halt total zugezogen, man sieht die Küste gar nicht mehr, aber irgendwie auch sonnig, ganz komisch. Okay, was gibt's bei denen noch? So, jetzt wieder hoch. Weiterarbeiten. Wir müssen es schaffen. Let's do this! Ja, sieht gut aus. So, wir haben das jetzt da fertig belegt. Das Dach ist quasi jetzt auch fertig. Jetzt machen wir sehr viel grünes Zeug, um die Spitzen zu schützen, damit die Folie nicht kaputt geht. Wenn das passiert, er meint, um die Folie vor den Spitzen zu schützen. Gugulugu! Krass, sieht so gut aus bei den Haus. Produkte von Superfoods bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern, ohne Umwege. Und die Qualität ist einfach top. Probier oh mein Gott, nutzt dafür den Leute, wir sehen Fritz doch noch in Seven Wars Wild. Geil. Nur weiter, damit spart ihr 5%. Oh, ich hab gedacht, wir sehen uns jetzt einfach die ganzen Folgen nicht mehr, ne? In der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ah ja, Mann. In 200 Jahren finden Forscher die Lage und wundern sich, was das mal war. Echt so. So, wir haben jetzt nochmal umgemodelt. Wir sind jetzt mitten dabei, die zweite Wand zu machen. Die wird aber jetzt nicht so aufwendig. Die wird mit Lücken gemacht und dann kommt eine Plane oben hin. Das ist einfach so, ne? Wenn die Wetterseite... Wenn der Regen von der Wetterseite stark kommt, dann wir da auch ein bisschen geschützt sind. Ja, alles gut an. Einfach vorsichtshalber. Ja, klingt so, echt Freunde. Ganz gut, oder? Andi hat noch eine Geschichte für euch. Weil ich hier eben irgendwo hängen geblieben bin und ein bisschen gestolpert bin, da hat er mir was mitgeteilt. Erzähl mal den Leuten, Andi, was war denn da gestern? Ich wollte es erst nicht erzählen, aber gestern bin ich am Strand noch, also am Strand, an der Küste lang gelaufen, hab noch gescoutet.
Guck die Leute dabei ruhig an. Ich bin wirklich sehr, sehr weit gelaufen. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist jetzt bestimmt schon eine richtig lange Zeit vergangen. Ich sollte mal jetzt zügig zurück, weil Gerrit macht sich Sorgen oder Gerrit macht sich jetzt auf den Weg und er soll da nicht langlaufen. So. Weil es übelst gefährlich ist, an der Küste lang zu laufen, alles glatt. Ich zügiger, ey, das funktioniert ja voll. Okay, noch ein bisschen zügiger. Dann rutsche ich mit dem rechten Fuß weg, weil halt alles glitschig ist. Ich schwöre es euch, es ist alles glitschig. Fang mich mit dem linken Bein, rutscht da auch weg. Fang mich mit dem rechten Bein wieder so bam, 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 rutscht wieder weg. Und dann habe ich mich gefangen und guck direkt nach hinten, ob Gerrit geguckt hat. War das nicht Quatsch? Das ist so ein Reflex, wenn ich scheiße dumme Sachen mache, guckt Gerrit meistens immer. Und deswegen, oh, hat er geguckt? Gibt's direkt. Oh no. Schelter, Alter. Aber es ist alles gut gegangen. Wenn es scheiße gegangen wäre, hätte ich mich geärgert, weil keine Kamera dabei war. Aber so, alles cool. Ich glaube, das wäre aber richtig krachen gegangen da auf den Klippen, Alter. Ich glaube auch. Ja, Mann, das wäre voll lustig gewesen. Doink, 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 doink. Wisst ihr noch, wie tanzt sie bei Unge? Hattet ihr das gesehen? Die hatten doch irgendwas. Was war das denn? Das war vor 1-2 Jahren oder so. So vor 2-3 Jahren? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war so ein richtiges Meme, wo tanzt sie auf Madeira war und so umgeflogen ist und so, wui, wisst ihr noch? Das ist genau so ein Clip. Richtiges Meme, oder? Ich feiere sowas. Ja, aber ich finde es auch lustig, wenn kleine Kinder hinfallen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich finde es trotzdem lustig. Die Römer hätten auch nicht gedacht, dass man bei jemand ihre Toilette ausgab. Ja, das glaube ich. Also, wäre ich Römer gewesen, ich hätte es auch nicht geglaubt. Aber ja, mal sehen, ob in 200 Jahren die Forscher sich wundern über diese Lager. Wenn was aufgerissen wird. Ja, locker. Ja. Schön Schädel aufgeschlagen, zack, unten da liegen, bewusstlos, von der Flut weggetragen. Oh mein Gott. Oh, stimmt, da die Leute, nee, so die pessimistisch. Camp, sind dann einfach dein GPS-Tracker immer weiter auf den Ozean treiben. Lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Aber ist doch, was ist denn eigentlich, wenn einer von uns so einzeln läuft und dann bewusstlos wird? Wie ja, so? Nicht machen. Ja, nicht ja. machen. Ab jetzt nicht machen. Ja, ja. Don't also do wirklich, stupid also things. Ging's noch, aber ab jetzt nicht mehr alleine. Ganz ehrlich. Ich war dann so süchtig auf einmal, ich habe es richtig gemerkt. Weil ja, ja, Ecken das war mir schon klar. Und ich wollte noch eine Ecke angucken, und noch eine Ecke. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, ganz schön weit weg schon. Aber zu diesem Sandstrand, den Anni gefunden hat, wollen wir dann jetzt hier nochmal durch den Wald laufen dann. Ey, das habe ich auch manchmal das Gefühl mit meinem Hund, ne? Ich hätte den heute ohne Leine, aber drinnen, aber halt bei jemand anderen, ne? Und ich war die ganze Zeit so, nein, du bleibst hier, ne? Und er war so, nein, ich will noch da gucken, ich will noch da gucken. Und ich so, nein, komm her. Und meine Hunde die ganze Zeit so, aber noch die Ecke gucken. Und die Ecke will ich auch noch angucken. Und die Ecke will ich auch noch angucken. Und oh mein Gott, das ist eine Treppe. Oh Gott, ey, ich sag's euch. Beinahe gefühlt die Treppe runtergeflogen. Unfassbar. Einen der nächsten Tage. Geil, das ist gut für den Kopf auch, wenn du das siehst. Ich glaub's. Da gehen wir dann mal so richtig schön ein wegbaden, Alter. Ja. Wenn es das Wetter noch zulässt. Boah, wie schön. Ey, guck mal, er hat eigentlich mit der Kamera hier gerade geredet. Guckt. Ja, ja. Guckt, er hat hier gerade mit der Kamera geredet. Funny. Guckt, Achtung. Guckt, da. Ihr guckt hier rein. Redet mit der Kamera. Guckt, er erklärt das. Er hat's erklärt. Die haben ihn gestummt. Wassermarsch. Sieht aber gut aus, oder? Jetzt heißt es, Planer auspacken. Es ist soweit, wir haben schon ein bisschen vorbereitet. Unten zum Schutz, oben die dicke, damit wir die andere Seite ein bisschen Planer haben. Und hier kommt jetzt unser Hauptplaner rauf. Ja, natürlich auch geil, wenn ich hier so ein bisschen Gaffer gesaved kriege, oder? Ja. Das wäre sehr geil. Auch nicht schlecht. Sieht richtig gut aus, oder? Ey, ich hätte es einfach mit Gaffer festgeklebt, ne? Aber ist doch logisch, dass man da Holz drauf macht. Ach. Ich würde sagen, voll chillig. Wir können den Gaffer direkt nehmen und da draufkleben. Oh, Mann, ey. Einfach Verschwendung. Ey, ich würde so eine Verschwendung machen, das glaubt ihr gar nicht. Weil ich einfach keine Ahnung habe. Wow, voll clever, dass er... Guckt mal, wie clever war das denn? Guckt mal, dass das Ding nicht direkt zusammenbricht. Guckt, haben die das gestützt? Dass es langsam drauf geht, nicht so bumm. Ich hätte es einfach so pumm drauf gemacht. Hallöchen! Ich hätte es wirklich einfach pumm drauf gemacht, alles kaputt. Guckt, wie clever einfach. Die machen es wieder so ganz leicht drauf. Ist eigentlich logisch irgendwie, aber irgendwie. Ich würde nicht drauf kommen. Hier seht ihr es immer schön alles festgelegt.
bis oben hin. Die andere Seite brauchen wir nur die kurze Seite, das reicht uns. Weil hier unten ist eh so viel Zeugs, da sind so krasse Bäume. Das passt auf jeden Fall. Also die Höhle ist richtig gut, oder? Damit die nicht quasi mit dem Wind zurückbounced. Und dann ist das schick. Langes Dach, kurzes Dach, geiles Bett. Hinten für den Kopf noch einen kleinen Schutz. Und dann ist geil. Ey, wie groß das ist, ne? Du kannst sogar... Ey, ich sehe jetzt mal im Ernst, das ist richtig, richtig gut geworden, oder? Den? Ja. Hier rechts. Richtig Aufenthaltsbereich, krass. Schlafbereich. Bombe. Den Aufenthaltsbereich hätte man vielleicht ein bisschen freier räumen müssen, aber ja. So, wir haben jetzt nochmal gut lang Pause gemacht. Sonne setzt sich jetzt. Jetzt haben wir uns gesagt, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen Grün holen fürs Bett. Einfach aufstocken. Ja. Je gemütlicher, desto gemütlicher, sagen wir immer. Haben uns auch richtig geil unterhalten, so ja. über so tiefgrünige Sachen. Das war irgendwie auch gut für den Kopf, muss ja. ich sagen. Also es ist krass, über was man sich hier vor Ort alles Gedanken macht. Ja. Das ist richtig schön. Stellt euch vor, wenn man noch allein ist, da hätten die noch krassere Gedanken wahrscheinlich, aber auch richtig heftig. Heftig. Leute, ich glaube, die schaffen 14 Tage. Guck mal, wie geil dein Shelter ist. Du, die ja, weil du nur halt chillen. Komplett isoliert bist von allem. Also ja. klar. Oder, jetzt mal im Ernst, die müssen doch jetzt einfach nur noch 14 Tage chillen und irgendwie Essen finden. Das ist die einzige Aufgabe, was die haben. Ich glaube, die schaffen das. Ah, locker. Man hat es ja am besten Gummiball. Locker, oder? Aber trotzdem. Man vermisst trotzdem die anderen Menschen ja, sozusagen. Kein Einfluss ja. von Medien oder irgendwas. Ne? Das ja. ist krank, ja. was das angenehm. Mit dem Kopf macht. Ich habe ja. relativ oft den Moment, wenn ich irgendwas Geiles sehe oder so, dass ich das Handy zücken und eine ja. Story machen will für unsere Zuschauer. So, aber hey, warte mal, ich kann gar keine Story machen. Es ja. ist wirklich krank. Aber wieder schön sonniger Tag jetzt zum Ende gewesen. Ja. Wir sind jetzt so motiviert, dass wir noch mehr Grün holen, damit es ja. wirklich eine geile, gute Nacht wird. Ja. Und dann geht's morgen ins Fischen. Und wenn wir was fangen, ja. dann ist das Ding... Dann schreiben wir euch dann an. Ist, dann ist geil. Fuck. Jawohl. Knossi und Sascha, was gibt's bei euch Neues? Skifahren. Skifahren. Okay. Ja, lass. Ist gut, komm. Ist gut. Geh mal die Brühe rüber. Jetzt machen wir mal warm, oder? Wir haben nichts gefangen. Oder? Ja, jetzt. Ja. Nein, wir machen es erstmal warm. Wenn es nicht klappt, haben wir Brühe verkackt. Ja. Also wir kochen das erste Mal auch in einer Plastikflasche. Muss man auch den Leuten sagen. Ach. Ja, was soll passieren? Wenn wir die nicht mehr haben, sind wir ganz schön aufgeschmissen, gell? Dass sie schmilzt, Mann. Gute Hitze, komm. Alter, die wird das schmilzen. Da reinstellen. Nicht, dass aber durchbrennt, gell? Ja, ja, perfekt. Ja, perfekt. Plastik schmilzt doch, Leute. Schmilzt nicht auf dem Feuer. Weißt du was? Komm, ich heb sie mal. Pass auf. Nee, ganz anders. Ganz anders. Schieb sie hier durch. Ganz anders. Wie? Aber so. Ah. Fuck. Guck mal hier. So. Meint ihr, das geht? Wir haben noch 100 Minuten. Oh, so viel. Ja, okay. Ja, komm. Passt rein. Passt. Reicht vollkommen. Wir müssen es irgendwie mischen. Ablecken. Wir müssen es irgendwie mischen. Wir müssen es mischen. Geht es? Ja, ja. Löst sich's auf? Lass es schmecken. Boah, riecht schon richtig. Lass riechen. Boah. Ich könnte heulen vor Mach Freude. Die ganze Flasche. So. Hätte man doch mehr Wasser nehmen sollen. Für mehr. Oh. Genießen. Heiß. Wie ist es? Es ist perfekt von der Temperatur her, perfekt vom Geschmack. Sehr geil. Wenn wir alle das ist die beste Werbung für Brühe, oder? Das gibt's. Einfach das ist die beste Suppe meines Lebens. Geil. Ich hab nur ganz wenig genommen, wirklich ganz wenig. Die Zunge angenippt. Ja, nimm ruhig. Trink doch. Ich box nicht. Ich box nicht. Ich box gar nicht. Dann würde ich sagen, packen wir da jetzt die Muschel rein. Jetzt kommt die Muschel rein, komm, Abfahrt. Jetzt kommt die Hauptspeise. Rein, oder? Perfekt, die Glut. Schmeiß rein. Vier Muscheln. Ey, aber sie sollen nicht zu Kohlraben. Ah, schon, die müssen schon brutal sein, oder? Ach, ja, die ist viel. Ich habe Muscheln gegessen, ich habe es einmal probiert. Ja. Die haben ja so ein Schneidebrett. Die ist zu. Ist die zu? Ja. Warum ist die? Oh,
die Schafen da. Boah. Das muss durch sein. Scheiße. Und jetzt einfach rein, oder? Riech erstmal dran wenigstens. Schneiden wir es mal. Boah, riecht richtig fischig. Riecht geil. Riecht richtig muschelig, ja. Richtig muschelig. Ich bin kein Muschelfan. Kleine Schnurrsituation. Ja, alles rein. Da schon. Alles rein da. Na komm, schneid durch. Ess mal, ist echt zu viel, riskieren wir. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich wirklich essen? Weißt du, welche Farbe ist das? Orange, rot. Red Tide. Hä? Ist es das? Schneid mal damit durch. Hä, aber sieht doch normal aus. Soll doch weiß sein, ne? Hä? Sehen Muscheln nicht so aus? Ich habe die öfters auch so in Restaurants und sowas gesehen und da sahen die auch immer so aus, aber ich bin halt nicht so der Fan davon. Rote Verfärbung an Muscheln können von der Red Tide kommen, was auf schädliche Algen und ihre Toxine hinweist. Okay. Nee, ich hätte die auch so gegessen. Also, meint ihr, ist giftig? Nee. Gibt es verschiedene Muschelarten? Ja, in der Mitte. Stimmt, es gibt ja auch so Miesmuschel, beispielsweise Miesmuschel, Dingsmuschel, Muschel, Muschel, Muschel. So weiß, das ist komisch. Lieber nicht, ja. In der Mitte ist sie ja weiß. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Oh nein! Wie riecht's? Ach, es riecht komisch. Also es riecht. Oh, es riecht nach Muschel. Ich würde sagen, gerade eben hat es dann auch nach muschelig und meerig gerochen. Gerade eben war es dann noch voll geil. Probieren wir es mal einen Schluck, sonst nicht runter. Komm. Oder? Ja, komm. Dann machen wir es halt. Let's go. Einmal vergiften. 3, 2, 1. Am. Ja, aber nicht runterschlucken, ne? Ey, Sascha, wirklich, das ist echt. Wenn wir die falsche Muschel. Boah, ist lecker. Boah. Boah, schmeckt wie Steak. Schmeckt wie Fleisch. Hä? Sicher. Unglaublich gut. Okay. Oh, ich schluck. Und ist so lecker. Ich sag doch der Körper, dass es mir nicht sitzen kann. Nicht weit weg. Boah, wie Steak, oder? Sag mal. Ja, wie Steak. Okay, meine Muschel, die ich damals gegessen habe, die war echt eklig. Wie Lachsfilet. Ja, krass. Ja. Hast du runtergeschluckt? Ja. Mach noch eins. Sie hat immer noch Angst. Verdammte Kacke, Sascha. Wenn das wirklich Gift ist. Dann war es ein leckeres letztes Mal. Dann gehen wir heute Nacht. Das ist wirklich kein Spaß, ne? Lass lieber, eine reicht. No joke. Wieso? Oh oh. Affe und Hanna. So, die Hanna fleißig am Schnitzen. Die wäre auch ganz gut. Sieht schon richtig, richtig gut aus. Das sind noch so viele Teams sein, deshalb ja, vielleicht. Auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dann kann man das später nutzen, um was aufzuhängen oder. Kleine Bügel! Ich glaube, es ist nicht mal echt kleine Bügel, ne? Nein. So nah ran. Mal gucken, wofür das genutzt werden kann. Und ich werde jetzt hier mal Kerben reinhauen, links und rechts, damit unser Bettgestell auch ordentlich steht. Hab eben noch ein bisschen weiter geschnitzt hier an meinem Bogen und da jetzt ordentlich, was sagt man, Anzünder gesammelt. Ja. So, ich mache jetzt immer von beiden Seiten hier rein und werde dann langsam das Holz rausschlagen. Wir werden später wahrscheinlich auch den Betoner noch mal ein bisschen kleiner machen, weil der ist einfach, der schlägt mich einfach selber an. Und dann eigentlich was von beiden Seiten. Und dann kratzen wir es langsam, aber sicher raus. Oh, das ist jetzt meine Arbeit. Hanna hat gerade den übelst geilen Klopper gefunden. Der ist einfach richtig perfekt, um darauf hier rumzukloppen. Nein, und damit seine Joey. Dinger besser zu bauen. Da bekommt man nämlich viel tiefer rein und schlägt sich nicht immer selber in den Ellbogen rein, wie so ein Dulli. So, das ist jetzt die Bettkante. Im besten Fall, aber so ist besser. Ja, so ist besser. So hält es ganz gut in den Rillen. Da können wir ein bisschen gegentreten. Und ja, fühlen uns besser. Hanna ist
nach wie vor am Schnitzvorgang und hat schon was richtig Geiles gebaut. Bin stolz auf dich. Geil. Sieht gut aus. Joey und Jan. Hat man eigentlich gesehen, wie Knossi jedes Mal so ein Ding macht? Haben wir das gesehen, wie Knossi jedes Mal so einen Strich macht? Ich meine, vom ersten Tag auf jeden Fall, aber danach? Ich bin nicht mehr sicher. Aber ganze Menge geschafft. Boah, sieht gut aus. Geknuppelt. Und das Ergebnis ist natürlich nicht fertig, sehr gut aber aus. Wir sind gut weit gekommen. Guckt mal an, was wir hier gebaut haben. Sieht voll gut aus. Haben hier die ganze Konstruktion, das Konstrukt gebaut. Vordach einfach. Mit Stämmen so und so. Schon provisorisch ein bisschen was mit den Tannenzipfeln ausgelegt. Haben hier auch alles schön umknotet mit dem blauen Seil, was wir gefunden haben. Und hier drunter kann man erahnen, dass es über die nächsten Tage sehr, sehr sexy wird. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Motivation geschöpft, hier die Tage unsere Villa hinzuknüppeln. Es läuft. Und weil es so gut läuft, natürlich alltägliches Szenario. Wir gehen noch mal kurz zum Strand runter und machen den täglichen Flip. Ja! Heutiger Flip ist ein Wallflip, absoluter Klassiker. Was sind die? Tritt gegen die Wand, macht aber einen Rückwärtssalto. Mal gucken, ob die Energie noch reicht, um das vernünftig zu machen. Boah, ich habe jedes Mal Angst, wenn er sowas macht und das auf den Kopf fliegt. Ich bin gespannt. What the fuck? Ja. In 3, 2, 1. Wow. Hä, er sagt gar nicht, what the fuck? Reicht noch. Energie ist noch da, trotz wenig Essen und alles. Joey. Geil, bin happy. Not bad. Not bad. Geil, sympathisch, ey. Trimax und Rumatra. Oha, guck mal, was für ein riesen See die da direkt da haben. Alter. Und guck mal, hier kann man es richtig sehen. Guck mal hier. Und da drüben. Nee. Nee, weil das ist ja nicht offen. Wisst ihr, hier ist eher so geschützt so. Okay, doch nicht. Das ist doch nicht. Weil hier. Kam hier gerade ein Dino? Digga, ich hab's gerade noch im Chat gesehen. Ich war gerade so, hä, ist das kaputt? Oh mein Gott! Oh Mann, ey. Dankeschön, Michael, für 12 Bennies. Ich hab's gerade im Chat gesehen. Also ich glaube, die Soundleitungen sind kaputt. Oh Mann, ey. Krass, dass es vorher kommt. Aber ich wollte gerade noch sagen, guck mal, hier hätte Fritz und Martin sein können. Aber das kann gar nicht sein, weil hier ja, wie heißt es? Wann kommt eigentlich Behind the Scenes endlich wieder? Gefühlt kam das ewig nicht mehr. Oder habe ich die Folge verpasst? Muss ich gleich mal abchecken. Habe ich schon wieder eine Folge verpasst? War es ein Scam? Der hatte jetzt 5 Minuten Verzögerung zum Vorbereiten. Der hatte wirklich gerade echt lange Verzögerung, ne? Normal kommt der immer direkt. Normal kommt normal nie die Nachricht vor dem Sound. Normal ist immer erst der Sound und dann kommt dann irgendwann 5 Minuten später die Benachrichtigung im Chat. So, übrigens, hier, das wurde ausgelöst. So, aber das, so rum habe ich selten. Aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Danke dir für die 200 Pinnies. Trimax und Rumatra, was gibt's bei euch? Voll geil mit dem Riesensee, oder? Also das Projekt mit die da auch sind. Heißen Stein abkochen geht weiter. Wir probieren hier irgendwie Feuerholz aus dem Sumpf zu ziehen. Ich suche jetzt Steine. Wartet mal, hatten die nicht ein Wasserproblem auch? Die haben direkt danach einen See. Das wäre echt gut, wenn die den See finden. Ich glaube, sie haben den noch nicht gefunden, oder? Das sollte aber kein Problem sein, hier sind ja überall welche. Wir wollen die in die Ecken legen. Seht ihr gleich, was ich meine. Deswegen müssen die relativ flach sein, aber auch nicht zu klein. So, ich habe jetzt die hier geholt. Die können wir hier ultra chillig hintun, ohne dass sie reinfallen, weil sie nicht rund sind. Die können sich super erhitzen, sind aber noch dick genug, um Wärme zu speichern. Und wenn wir die schon hier hinlegen und die volle Hitze ballert. Ja. Ich bin echt gespannt, wie viel Steine wir brauchen. Ja, wie viel Steine wir brauchen, um das zum Brennen zu bringen. So, wenn wir die hier so hinlegen. Ist das Ding stabil? Ja.
Und deswegen hier noch klein, habe ich sogar mitgebracht. Alter, das habe ich so vom Augenmaß gedacht. Wie kriegen wir die komplette Fläche ab? Ziemlich genau. Okay, dann lass Wasser holen und anfangen. Okay? Bin verdammt gespannt. Okay, für Steine brauchst du aber auch. So, also das sieht ja schon mal sehr professionell aus, die Vorbereitung. Ja, ja. Echt cool. Aber Leute, wir haben das ja alles nicht gemacht. Mit Bartflechte nicht. Mit den komischen Sachen, die wir eigentlich entastet haben. Aber guck mal, bei Ihnen sieht es auch gut aus. Also natürlich, bei der Natur sehen, sieht das sehr viel professioneller aus. Aber guck mal, das sieht ehrlich gesagt, guck mal, die haben hier ja auch diese Dinger. Auch abgeschlossen und so. Ich muss sagen, dein Lager sieht auch echt Bombe aus, oder? Von Trimax und Romata. Und jetzt auch hier mit diesem Ding und so, Kochstellung. Aber Kochstelle direkt am Schlafplatz ist, glaube ich, nicht gut, ne? Wegen hier Tieren und so. Aber es sieht schon gut aus. Ach, mit Bartflechte nicht. Mit den komischen Sachen, die wir eigentlich entastet haben. Mit fucking Mangrovenbüschen. Und mit Treibholz. Und mit Steinen. Und mit braunem Wasser. Wisst ihr, was ich mich immer frage? Ah, doch, die haben Wasser. Okay, wisst ihr, was ich mich immer frage? Fritz hat ja gemeint, die haben alle so ein Grillanzünder-Set irgendwie mitbekommen, ohne deren Wissen, ne? So. Aber ich gucke jedes Mal in dieses Ding hier rein, ob da irgendwas drin ist. Wie genau sehen Grillanzünder aus? Denn ich bin nie fürs Feuer zuständig. So. Deshalb, wie sieht das aus? Aber hier, die haben keinen gerade genutzt. Also da ist nämlich gar nichts drin. Und der macht hier ganz normale Stöcke an und sowas. Aber ich frage mich jedes Mal, wenn jemand Feuer anmacht, so, nutzen die den Grillanzünder? Und mit Steinen? Das. Und mit braunem Wasser in Kanistern. Da kommt Musik. Sehr gut. Epische Musik kommt, Leute. Oh, er verbrennt sich gleich, ey. Alter, Achtung. Ah, Hilfe. Und krass, wie mutig, ey. So, so ein Kleinscheiß. Boah, wie das brennt. Noch mehr drauf? Ich würde noch mehr Kleinscheiß machen erstmal, oder? Ich leg die große rein, du die kleinen. Okay. Das ist klitschnass, das Ding. Was? Das ist besser. Stopf die mal richtig rein da. Mit Kraft. Boah. Ja, deswegen habe ich so viel geholt. Mhm. Aber Real Talk, also so wie ich das jetzt bei Survival Squad gesehen habe, ich finde das gerade so für Anfänger mit diesem Grill sehr viel besser. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall begrenzt und es kann auf keinen Fall was passieren. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb bei Survival Squad, da waren da teilweise schon echt sehr große Flammen und halt, die wissen halt, wie das funktioniert. Wisst ihr, weil das sind Profis. Aber wenn man halt kein Profi ist, dann finde ich das, ehrlich gesagt, für Seven Wars Wild, ehrlich gesagt, schon besser. Weil da sind ja nicht nur Profis dabei, wisst ihr? Ja, dass es halt einfach nicht außer Kontrolle kommt und sowas. Ja, hallo, wir schauen Folge 7. Alter, scheiße, die Handschuhe sind abgebrannt. Nein. No way. Wie heiß ist das? Ja, so heißt das. Nur die Außenschicht. Der Stein darf nicht reinfallen, wir wissen nicht, wie wir den rauskriegen, ne? Ja. Wie viel Power haben diese Steine? Keine Ahnung. Kriegen wir das damit schon gekocht? Ach so, dass man die Steine... Jetzt habe ich verstanden, was sie mit den Steinen machen wollen. Drei Steine werden rein, Wasser. Das Ding hier kocht. Das ist viel Wasser. Ach so. Ah, Papa Blatter, die haben doch auch Steine gesammelt. Ich war die ganze Zeit so, für was brauchen die diese Steine? Die haben zwar gesagt, für Wasser abkochen, aber ich war so... Wie? Achso, die nehmen einfach den Stein und machen das ins Wasser und dann kocht das Wasser dadurch, oder wie? Habe ich es richtig verstanden? Ach so, ja. Aha. Verstehe. Wie lange lassen wir die da drauf liegen, ist die Frage. Ich würde den ersten schon runternehmen. Wirklich? Nee, ich glaube, ich würde noch warten, sicher, oder? Sicher. Vielleicht noch wenden, oder? Ja, oder in wenigen Minuten. Noch ein bisschen warten. Ich mal einen Stell runter und tun hier rein, ja? Hat das gezischt überhaupt? Ja, ein bisschen. Blubbert auch wenig. Auf dem Stein. Oder? Jetzt den anderen? Ja. Aber haben die nicht irgendwas gesagt, die können brechen, die Steine? Ja, blubbert ein bisschen mehr und der auch noch? Ja.
Der war nicht so heiß. Und jetzt? Ich hier noch passen fast keine Steine mehr rein. Wir müssen mal überlegen, was wir hier machen. Das machen wir alles nur, weil wir keinen Wasserfilter mitgenommen haben, wie Fritz. Wir wollten keinen Wasserfilter mitnehmen, weil das, also weiß ich nicht, passt zwar in die Flasche, aber wer zu free ist irgendwie, trinkst du aus dem Wasserfilter, weißt du? Ja. Das wäre uns zu einfach gewesen. Und jetzt haben wir noch nicht mal einen Kochtopf und kochen mit Steinen. Oh mein Gott. Fritz und Martin können an diesem braunen Kackfluss gehen, Strohhalm reinhalten und trinken. Aber dafür ist den richtig langweilig, sage ich. Oh, tu den mal rein. Der ist heiß, den tu mal rein, halt die Kamera. Ja. So sehe ich aus. Ja, so viel zu Wasser. Fritz und Manning können da einfach draus trinken. Aus dem sauren Wasser oder aus dem Meerwasser. Dumm, dumm, dumm. Aber voll krass, wartet mal, was ist da eigentlich mit Knossi und Sascha? Die haben doch auch so einen Strohhalm, der doch kaputt gegangen ist. Direkt noch im ersten Mal. Haben die dazu eigentlich irgendwas gesagt? Die haben doch sozusagen auch gerade gar keinen Frisch, also gar keinen. Wie machen die das denn mit Wasser? Oder funktioniert der Strohhalm wieder? Habe ich das verpasst? Ich aus. Ich sehe viel beschissener aus als du. Oh! Ja! Wieso? Nein! Du siehst ziemlich fertig aus, ja. Aber die sehen alles mal aus, ne? Ja, der Typ versteckt sich hinter einem Cowboyhut, einem Schnauzer und einer Brille. Korrekt. So, ein Stein rüber? Ja. Musst du jetzt schnell machen, der ist richtig heiß geworden. So muss es zählen. Oh ja. Das hat vorher so nicht gezischt. Ja. Noch ein. Das hat sich richtig krass angehört. Ja. Er hat den dünnen, oder? Oh, doch, doch, doch. Den. Hat's gemacht. Ja, Mann. Das hat richtig gezischt, ne? Einmal kurz festhalten, Max glaubt, dass dieses heiße Wasser ungesund ist. Oh mein Gott, ey. Alter, ich mach mir gleich ein Pipi in die Hose. Ich sag's euch. Ich trinke ja normal nie Energy Drinks, ne? Jetzt habe ich so einen SpongeBob-Drink getrunken. Ey, ich sag's euch, ich muss voll dringend Pipi davon. Und wenn ihr jetzt noch Sound Alerts einlöst, meine Blase explodiert. Aber wir haben nur noch 8 Minuten. Schaffen wir. So in der Reaction noch so 15 Minuten wahrscheinlich. Oh mein Gott. Sofort, denn? Wir wissen nicht, dass es heiß ist. Schaff ich. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, dass es heiß ist. Wir wissen nicht, ob es heiß genug ist. Denn ich mache mir kurz Pipi. Da ist so viel Asche mit reingekommen. Das sind richtig große Stücke Asche vom Holz. Gut. Wollte ich noch festhalten. Ich auch. Oh no. Das ist richtig, das ist eine Plürre. Klar, eine abgekochte Plürre, aber es ist jetzt nicht nur das braune Sumpfwasser, sondern zusätzlich die Steine plus die ganze Asche. Ja. Und das hat alles 100 Grad. Ja. Mindestens. Ist doch nicht schlimm, da lebt nichts. Aber Asche? Guck mal, wie das am Kochen ist. Ja, Mann. Müssen die alle da reinlegen ins Feuer, Max. Siehst du einen, oder? Ja, können wir auch gefühlt die Kohle reinschmeißen, dann transportiert die auch Wärme rein. Wow, wie das kocht! Toll! Ja, ich weiß zwar nicht, was die anderen Teams gerade essen, ja. Aber wir sind hier mit Kelbrüsten beschäftigt. Schönes Seegras. Heute Morgen frisch geerntet. Frischer kriegst du es nicht im Supermarkt. Ach nee, das kriegst du ja nicht im Supermarkt, weil das voll scheiße ist. Ich kann sagen, kriegt man sowas im Supermarkt? Da ist einfach unten alles abgebrannt. Nein, nur der eine. Ich wusste gar nicht, dass Kelb brennen kann. Respekt. Respekt, Alter, dass du Kelb zum Brennen bringst. Mich nervt, dass es immer noch klipschig ist. Gefühlt wie Stockbrot, oder? Zu sein. 1% noch, ich esse das jetzt, bevor die Kamera leer ist. Filmst du mich kurz? Ja, wieder. Ich esse die Scheiße. Mach schnell, mach schnell. Max ist das getrocknete Kelb. Auf geht's, im Mund damit rein. Auf geht's. Und schmeckt's besser als vorher. Nee. Boah, ekelhaft. Kotzt du? Das schmeckt ihm immer noch nicht. Nomad hat gerade probiert, einfach ohne Kamera chillig. Ich fand den frischen aus der See besser als den gerösteten. Kann aber auch sein, dass der jetzt da schon einen Tag hängt, ne? Lass mal den Kelb, den wir da jetzt haben, wegtun, oder? Oder willst du den noch essen? Den können wir wegtun, wenn du morgen den neuen holst? Boah, weiß ich nicht. Ja, dann lass ihn lieber das da. Ist so eklig. Lockt aber halt auch einen Bären an. Das Kelb lockt einen Bären an? Ja. Aber was mit dem ganzen Kelb da unten? Da
so hängt, riecht das, glaube ich, geiler. Ich habe jetzt gleich nochmal einen kleinen Chip gemacht. Und ich glaube, die Bären essen so über die Hälfte Kelb. Aber hier liegt doch überall Kelb. Ja, nicht so tolle Blätter wie wir, die da haben, ehrlich gesagt. Musst du sagen. Denkst du, der Bär kommt jetzt und schnappt sich diesen Kelb? Bin mir nicht sicher. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,5%. Aber diese 0,5% wollen wir nicht. Trink das jetzt. Wow. Ich trinke eine Flasche. Oh Gott. Was? Ja. Wieso denn? Wieso trinke ich das? Ich trinke das, dann füllst du die Flasche um. Dann füllst du deine Flasche. Das ist eine Mutprobe, oder? Und hier raus trinkst du es nicht? Ich trinke es aus der Flasche, trinke ich. Das ist ein Scheiß. Ja. Füllst du deine Flasche und ich trinke. Das ist 700% öliger als das, was in deiner Flasche drin ist. Dann kipp es weg und dann nimm das hier. Nein, wir kippen es nicht weg. Oh, wie er es dran riecht. Das jetzt hier beide trinken? Oh Gott, ey. Ich trinke dann meins. Oh. Das kannst du nicht vergleichen. Okay, weißt du auch. Dann trinke ich das auch. Gut. Bäh. Oh, wir können uns so glücklich schätzen. Einfach frisches Wasser. Guck mal, wie klar mein Wasser ist zu haben. Alter, nicht zu viel, Max. Nein, wir machen das leer, Weißt du, was noch abgefuckter ist? Was? Dass die ganze Asche, die da drin ist. Was? Und das alle diese 1 Milliarde Pigmente. Ja? Boah, wie viel hier auch eine riesen Schicht ist. Hier liegt ganz viel im Wasser drin hier unten. Ja, der ganze Dreck halt. Was noch abgefuckter ist, dass ich gesehen habe, wo es herkommt. Dieser scheiß Mangroven-Kacksumpf, wo das steht und da nur Frösche reinscheißen den ganzen Tag. Dieses braun. Ey, du hast mit allem recht, was du sagst. Ey, nicht, dass auch so saures Wasser ist. Jetzt wisst ihr, wie kacke unser Fluss ist. Boah, da schüttelt es mich. Boah. Ja, ey, jetzt im Ernst, nicht, dass es auch saures Wasser ist, wie bei Fritz und Martin. Boah, habe ich jetzt gerade wie ganz physikalisch geschüttelt. Boah, krass, was für ein Sonnenbrand der hat. Guck mal am Hals. Jetzt wisst ihr, wie kacke unser Fluss ist. Boah, da schüttelt es mich. Boah. Ja, guck mal. Guck mal, was für ein Sonnenbrand. Gerade wie ganz physikalisch geschüttelt. Ja, weil es scheiße ist. Aber was sollen wir machen? Ey, ich glaube, von der Ausgangslage geht es uns gerade von allen Team am schlechtesten. Ja. Aber nicht ganz. Eins ist schon ausgeschieden. Und geistigen Zustand nicht. Nö. Ja, wir trinken aus irgendwelchen Plastikkanistern aus Japan. Ja. Mit heißen Steinen. Korrekt. Das macht doch keiner gerade. Das ist das einzige Team, was wir. Wahrscheinlich sind wir das einzige Team. Nein. Macht, ja. Papa Platte will es auch machen. Scheiße. Die anderen Teams haben alle einen Wasserfilter dabei. Echt alle? Und wir wollten keinen mitnehmen, weil es das zu low ist. Das ist so dumm. Tja, ist die Quittung jetzt hier. Trink jetzt noch, oder lass mich mal trinken, dann gib's mir. Lass mich auch erstmal trinken, bevor du jetzt alles wegtrinkst und ich dann den Bodensatz trinken muss. Das ist sonst alles, du weißt es. Was machen wir mit dem anderen Ding da? Oh Gott. Umfüllen in die Flasche. Boah, das sieht einfach aus wie schwarzer Tee, oder? Boah. Na? Frosch AA? Es ist mockig. Also der Look ist 6-. Ich hab noch nie so scheiß Wasser getrunken. Sieht schon echt nicht geil aus. Ist Kohle drin. Hast du schon mal so Wasser getrunken, was so scheiße aussieht? Nein, noch nie in meinem ganzen Leben. Digga, stell dir vor, wir kotzen einfach in 3 Stunden so heftig. Also kommen wir aus unserem Shelter raus und müssen alles voll kotzen. Dann wird der Bär angelockt. Oh mein Gott, eine Freundin von mir hat mal ins Meer gekotzt, ne? Weil, also wir waren in Thailand und wir waren auf so einem Steg und sie hatte einen Sonnenstich, aber wir wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie einen Sonnenstich hat. Und sie meinte nur, ihr ist schlecht. Und wir kamen gerade vom Boot, ne? Und ich habe gedacht, sie ist seekrank, ne? Und dann hatte ich sie halt an der Hand genommen und dann war sie so, oh, halt mal. Da habe ich sie halt festgehalten, ne? Auf einmal hat die ins Meer gekotzt und es kamen Millionen von Fischen und haben ihre Kotze gefressen. Oh mein Gott! Stell dich vor, das ist genauso wie mit dem Bär. Die kotzen da überall in ihrem Camp rum und der Bär kommt und sagt, yummy. Weil der, also jeder, ja, hat gesagt, solange das Wasser gekocht ist, ist es sicher. Ja, aber wenn wir jetzt wirklich mit den heißen Steinen das Plastiklegierung von da innen anschmelzen. Das sehe ich halt nicht, ne? Ja, aber weißt du? Oh je. Ja. Wir sind Sinne, was geht bei euch?
So, jetzt wird's ernst. Wir dachten einfach, wir laufen hier noch ein bisschen durch den Wald, ein bisschen scouten ohne Kamera. Und jetzt, Digga, ich schwör dir, da hinten knackt es. Aber hey, gut. Bär! Hey, Bär! Hey, Bo, Bär! Hey, Bär! Hier ist auf jeden Fall... Kacki. Code. Ist richtiger Code. Das sind... Leck mich am Arsch. Das sind Fischgräten da drin. Der hat wenigstens einen Fisch gefangen. Es ist nicht komplett frisch. Oh Gott. Aber es ist auch nicht steinhart. Nee, das haben wir ja gelernt bei Survival Squad. Der Otto hatte ja auch in einer Folge so richtig reingestochert und sowas. Und das war sehr frisch. Das kann auch an der Luftfeuchtigkeit liegen. Ja. Oh ja, okay, kann auch sein. Ich bin kein Profi, keine Ahnung. Okay, krass, Fischgräten. So, die Frage, ist es Bärenkacke? Machen die nicht größere Haufen? Aber welches Tier ist sonst Fischgräten? Also Fisch? Ja, in der Größe. Ja, okay, gut, stimmt auch. Stimmt. Ja. Oder? Ja. Okay, krass. Krass. Oh, oh. Okay, wir sind nicht weit vom Lager weg, oder? 100 Meter? 100 Meter circa, ja. Oh, aha. No. Gut. Ich würde sagen, der Plan wird aber fortgesetzt. Wir laufen weiter, so an der Küste, aber im Wald so ein bisschen nach rechts. Sind jetzt aber auf jeden Fall achtsamer. Und ich sag mal so, das Bärenspray wird jetzt gelockert. Gelockert hier, Freunde. Das war's im Intro. Ja, war mir schon klar, dass wir irgendeinen Tag Bärenkacke finden. Ah, crazy. Tag 3, ha? Huh? Okay. Cliffhanger. Hey, Bier! Hey, Bier! What's going on, Bier? Seven versus Wild Teams! Oh mein Gott, Fritz und Mann, ihn einfach rausgegraut. Ich bin dafür immer noch nicht bereit, irgendwie. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Also, ich glaube, die schaffen's. Heute haben wir Natursinne endlich mal lang genug gesehen. Ich glaube, die Mädels haben wir heute dafür kurz gesehen. Aber ich fand, sonst fand ich endlich mal gut, weil wir hatten hier von Natursinne hatten wir in der letzten Folge echt super wenig gesehen. Und Sascha und Knossi hatten wir wenig gesehen. Die Mädels, weiß ich, die Mädels haben wir, glaube ich, heute ein bisschen kürzer gesehen, aber war auch in Ordnung. Also, ja, da hätte ich ein bisschen noch mehr. Aber egal. Ja, aber sonst, ich glaube, die schaffen es alle. Ganz ehrlich, ich glaube, alle schaffen es 14 Tage, oder? Wartet mal, wer hatte kein Wasser? Ah, Trimax und Romatra. Hm. Ja, mit deren komischen Wasserproblem ist halt noch ein bisschen komisch, ne, mit diesem schwarzen Wasser. Joey Kelly und Jens Schlappen. Jan hat Hunger, der Arme. Ja, die, ich glaube, die schaffen es auch. Papa Platte, ja, Mädels, ja. Ich glaube, die schaffen es alle 14 Tage, oder? Was glaubt ihr? Ich glaube, niemand bricht mehr ab. Ehrlich gesagt. Nö. Also zum aktuellen Zeitpunkt denke ich, keiner bricht ab und ich hoffe, es bricht auch niemand ab. Ich hoffe so sehr, dass niemand mehr abbricht. Nicht, dass noch irgendjemand ausgekraut wird. Guck, wie das aussieht. No! Aber wieder eine richtig geile Folge. Kann nichts sagen. Nein, du sagst auch nichts. Aber, boah, ich finde es so geil, dass ihr auch nicht spoilert und sowas. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch in den YouTube-Kommentaren. Niemand spoilert. Wirklich von Herzen danke schön dafür. Und ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt zur Folge 7, jeder schafft es. Boah. Aber krass, wir haben kein einziges Team mehr gesehen in der letzten Zeit, ne? Ich könnte jetzt sowas von spoilern. Aber lass dich überraschen. Ja, nee, ich glaube, jeder schafft es. Ich hoffe es zumindest. Dankeschön, dass ihr mit mir geguckt habt. Kissing geht raus.